Für die öffentliche Hand in Deutschland gibt es ein Sparpotenzial in zweistelliger Milliardenhöhe durch die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Umweltbundesamt in Berlin vorstellte. Abgeschafft werden müssten dafür die Steuervergünstigungen für Pkw und Agrardiesel, für die private Nutzung fossiler Dienstwagen und landwirtschaftlicher Fahrzeuge sowie die Entfernungspauschale. All diese Subventionen würden sich auf nationaler Ebene abschaffen lassen. Weitere Einsparmöglichkeiten sieht das Amt bei den auf 12 Milliarden Euro geschätzten Steuervergünstigungen für Kerosin und für die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge. Das müsste allerdings auf europäischer Ebene angegangen werden. Es sei paradox, wenn der Staat mit vielen Milliarden den Klimaschutz fördere und gleichzeitig klimaschädliche Produktions- und Verhaltensweisen subventioniere, erklärte der Chef des Umweltbundesamtes Dirk Messner.